Willkommen zurück zu Rise of Industry. Ja, wir haben letztes Mal ja unsere erste Wertschöpfungskette gebaut. Sind hier ganz fleißig am Produzieren von Weintrauben, die wir auch nach Rom und Stuttgart verkaufen. Und wir kommen hier gar nicht hinterher mit dem Abtransportieren, deswegen sollten wir vielleicht hier nochmal 3 LKWs kaufen. Mehr als 9 geht nicht. Wir machen das Ganze mal so. Beziehungsweise eigentlich sollten wir hier nur 4 Trucks haben und hier 5, weil das weiter weg ist. Okay. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt mal was ganz Komplexes. Beide Städte wollen zwar Fleisch haben, aber wenn sie und Hamburger. Achso, falsch. Da müssen wir hin. Wollen beide Hamburger haben. Die wollen Hamburger haben. Und die hier möchten auch Hamburger haben. Und Hamburger sind schon etwas komplexer. Können wir das hier irgendwo sehen? Grocery Hamburger. So sieht es nämlich aus. Und da wollen sie auch eine ganze Menge für bezahlen, nämlich 4000. Bei Kent Fish ist sogar noch besser. Kent Fish ist sogar noch besser. Aber die anderen wollten, glaube ich, keinen Kent Fish haben, oder? Das muss ich nochmal eben gucken. Also wenn die doch lieber Kent Fish wollen, dann müssen wir vielleicht doch eher darauf gehen. Nee, wollen sie nicht. Kent Fish ist halt auch interessant. Stuttgart, wollt ihr Kent Fish? Ja. Und dafür kriegt man halt derzeit eine ganze Menge. Okay, kleine Planänderung. Wir machen keine Hamburger. Keine Panik, machen wir alles noch. Wir machen Dosenfisch. Wir kaufen das an New York und Stuttgart. Beziehungsweise Peking wollte das doch, glaube ich, auch haben, oder? Schauen wir hier nochmal eben rein. Peking. Und ihr seht, hier kommen neue Produktion hinzu. Eine Crop Farm. Hier kann man noch nicht sehen, wie es alles hergestellt wird, aber kommt alles noch. Kommt alles noch. Wieso können die das Feld da hinsetzen und ich nicht? Ihr wollt auch Kentfisch haben. Ja, okay. Kentfisch sollten wir machen. Definitiv. Funktioniert folgendermaßen. Kentfisch habe ich schon mal gemacht. Wir brauchen dafür natürlich Fisch. Wir lassen das hier mal ein bisschen weiterlaufen. Aktuell machen wir noch Minus. Haben aber immerhin hier schon unser erstes Plus mit drin. Kentfisch. Dazu brauchen wir natürlich Fisch. Da können wir natürlich auch den Bahnhof benutzen. Bin gerade noch am Überlegen. Ja doch, machen wir so. Dann brauchen wir hier. Die sind hier mit drin. Und dann brauchen wir Fisherman's Pier. So, gucken, dass wir hier so mit rangehen. Ich glaube, das ist das Beste. Sogar so rangehen. So, Fisherman's Pier. Das funktioniert natürlich genauso. Wir müssen wieder Harvester bauen. Machen wir auch gleich 5 Stück. Damit wir genug Fisch nach oben kriegen. So, da können wir hier noch 2 ranbauen. 1, 2. Okay, der war nicht so toll platziert. Na gut, macht nichts. Dann verbinden wir das Ganze hier wieder. Blöpp, blöpp. Und verbinden das hier auch. So. Dann haben wir hier schon mal das. Dann haben wir also schon mal eine Fischproduktion. Das Ganze sollte natürlich jetzt hier zum Bahnhof gebracht werden. Das heißt, wir bauen jetzt hier eine Verbindungslinie. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir das Ganze hinbringen. Ich lag ihm jetzt noch nicht, dass sie das da hinbringen sollen, denn auch hier haben wir begrenzten Platz. Oh, so viel Wasser. Ich hoffe, das kommt sich irgendwann nicht ins Gehege. Ich mache deswegen jetzt mal gerade Pause. Okay, Fisch. Dann brauchen wir als nächstes natürlich Dosen. Denn was ist ein Dosenfisch ohne Dosen? Und Dosen. Oh, können wir hier herstellen. Hier gibt es Eisen. Okay, dann können wir die ganze Produktion hier hin machen und dann können wir eigentlich die fertigen Dosen, den fertigen Dosenfisch direkt hoch transportieren. Das ist doch auch nicht verkehrt. Da ist auch Eisen, aber an das Eisen kommen wir nicht ran. Das ist auch ein Problem. Denn hier brauchen wir eine Eisenmine und hier können wir natürlich keine Eisenmine hinsetzen. Düdüm. mit dem Eisen ist ein bisschen frickelig, muss ich sagen. Man muss es hier nicht draufsetzen, sondern man muss es daneben setzen. Und man muss auch die
Abbaugeräte daneben setzen. Ups. Das heißt, wir setzen dieses Ding am besten hier unten hin. Ich glaube... Aha, nee, Moment, dann kann man das Ganze ja hier hinsetzen. Ah, ja, okay, doch, das könnte funktionieren. Wir gucken mal. Wir setzen den erstmal hier hin. Gleiches Problem, wir brauchen wieder Harvester. Und die Harvester müssen halt hier in dem Einzugsbereich sein. Ich weiß gar nicht, könnte man sowas hier hinkriegen? Ja, es könnte sogar funktionieren. Okay. Mal gucken, vielleicht reicht uns ja der hier schon. Hier setzen wir den Harvester hin. Das kann ich, können wir jetzt hier noch einen zweiten hinsetzen? Ja, wir gucken mal, ob der eine jetzt reicht. Das könnte ja erstmal ausreichend sein. So, der produziert Eisen. Hallo? Straße? Ja, danke. Straße hier wieder verbinden. Und mal auf Play. Und der produziert jetzt Eisenerz. Das sieht ganz gut aus. Aber ich glaube, wir setzen noch einen zweiten hin. Sicher ist sicher. Verursacht natürlich auch mehr Kosten. So. Und verbunden. Jetzt wäre natürlich interessant, ob der langsamer produziert. Nein. Okay, es muss also irgendwie nur so ein bisschen Eisen im Einflussbereich sein. Okay, jetzt haben wir Eisenerz. Aber wir brauchen ja natürlich Stahl sicherlich, um Dosen herzustellen. Das müsste ich nochmal eben in meinem schlauen PDF nachschauen. Ich hatte jetzt natürlich das Hamburger Rezept aufgemacht. Das hat natürlich jetzt nicht viel. Das ist Saft. Kentfisch. Seit 7. Also es ist halt schön, wenn das dann auch noch mit drin ist. So. Kohle brauchen wir noch. Ah, wir brauchen auch noch Kohle, um Stahl herzustellen. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist kein Problem. Kohle haben wir hier mehr als genug. Hier ist Kohle. Alles gut. Dazu brauchen wir wieder den hier und dann Coal Mine. Okay, das ist ein bisschen schwierig, dass der das so macht. Machen wir mal so. Und dann Ad Harvester. 1. Das ist jetzt sicherlich auch nicht super optimiert. 2. Dann müssen wir das Ganze wieder verbinden. Einmal. Zweimal. So, dann müssen wir das natürlich verbinden. Der kürzeste Weg wäre natürlich, wenn sie jetzt nicht hier unten langfahren, sondern hier oben. Ich glaube, wir machen das auch. Aber wobei, dann müssen wir nicht über die Schiene fahren. Na, das Sinnvollste wäre so. Machen wir das so? Dann machen wir den höheren Wuselfaktor und machen das Ganze so. Ich entscheide mich mal für den Wuselfaktor, dann ist das hier auch alles verbunden. Das ist eigentlich auch ganz nett. So. Und jetzt müssen wir Stahl produzieren. Stahl produzieren wir in einer Fabrik natürlich. Und zwar in der Glassworks and Smelter. Auch hier wäre es jetzt wieder ganz sinnig, das in die Mitte zu bauen. Tun wir es einfach mal hier hin. Und benennen den direkt um in Stahl 1. So, hier müssen wir wieder natürlich wählen. Production. Ihr macht Stahl. Und hier sehen wir auch schon Cans. Die brauchen wir dann gleich. Stahl. Set. Okay. Und du packst deine Kohle bitte in Stahl 1. Alle 3 Trucks, die wir haben. Das wollte ich nicht. Manchmal kommt man da irgendwie hin. Das ist ein bisschen ungünstig. Und du packst dein Eisen Fabrik Stahl 1. Auch alle 3 Trucks, die du hast.
Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Stahlproduktion aufgebaut. Das müsste dann auch soweit funktionieren. Und hier sehen wir, da fahren die ersten LKWs auch durch und der fährt auch schon los. Wunderbar. Ja, ideal wäre es natürlich gewesen, wenn man das so gebaut hätte, aber gut. Das ist jetzt nicht so dramatisch, glaube ich. Minus 2000. Ich hoffe, das kriegen wir noch in den Griff. Und Pam, das hat jetzt wieder ordentlich gekostet. War wieder Zahltag am 1. Mai. Und hier ist noch nichts da, aber sie fahren ja schon mal auf. Sind ja schon auf dem Weg hierhin. Sehr schön. Da sind die ersten da. Wir kriegen hier unsere Eisen und unsere Kohle. So. Genau, die Kohle wird ja hier schon gebracht. Wunderbar. Dann müssen wir natürlich Dosen herstellen. Ich muss mal gucken, ob das wirklich die Tiny Cans sind. Ja, Tiny Cans. Die werden aus Stahl hergestellt. Jetzt habe ich die natürlich ganz blöd hingestellt. Die hätte ich hier hin tun müssen. Deswegen. Ich werde es jetzt aber nicht umbauen. Deswegen machen wir jetzt als nächstes wieder Glassworks and Smelter. Bauen den einfach hier hin. Zack. Du produzierst uns mal Tiny Cans. Er braucht einen Stahl, um eine Dose herzustellen. Das heißt, es ist sinnig, dass dieser hier den Stahl bringt. Dahin. Auch ruhig mit allen Trucks, die du hast. Und dich nennen wir Dosenfabrik. Sehr schön. Dosenfabrik. Du stellst dann also Dosen her und dann müssen wir jetzt noch den Fisch in die Dosen schmeißen. Der Fisch muss in die Dosen. Das macht ja auch Sinn, das Ganze hier zu machen. Das müsste die Lebensmittelfabrik sein. Ja, Food Factory, wunderbar. Dann also Food Factory haben wir hier. Produktion, du stellst uns her Canned Fish, also Dosenfisch. Dosenfisch. Der braucht eine Dose und einen Fisch, um daraus Dosenfisch zu machen. Gut, dass wir Fisch haben. Du fährst deinen Fisch. Jetzt hätte man natürlich fünf nicht gebraucht, das ist ein bisschen viel. Factory Dosenfisch mit drei Trucks. Und du, wir werden also viel mehr Fisch haben als Dosen. Ich hoffe, das wird nicht noch zum Problem. Wobei wir den Fisch ja rein theoretisch auch so verkaufen können. Du fährst. Nee, Moment. Dosenfabrik. Destination. Du fährst den zu Dosenfisch. Perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt eine Dosenfischproduktionskette komplett aufgebaut. Jetzt müssen wir den Dosenfisch natürlich noch loswerden. Ah, hier wird jetzt auch der erste Fisch schon hingeliefert. Müssen wir gucken, das könnte mit dem Storage ein bisschen knapp werden, weil wir hier nur 30 haben. Ich hoffe, der packt den jetzt nicht mit Fisch voll. Das wäre ärgerlich. Das könnte noch zum Problem werden. Da müssen wir noch mal ein bisschen Auge drauf werfen. Und wann kommt denn die erste Dose an? Kann sein, dass wir hier dann an den Dosen, dass die zu langsam sind, dass wir da noch ein bisschen optimieren müssen. Schließlich müssen wir ja drei Städte versorgen. Okay, du, der produziert Dosen. Und dann haben wir hier Dosenfisch. Aha, da wird der erste produziert. Und ihr seht, das ist ganz schön langsam, was der da macht. So, du fährst den Dosenfisch dann natürlich zu dem Zug, zu Wasserbahnhof. Okay, ruhig mit den drei Trucks. Und dann müssen wir eine neue, ups, einen neuen Zug erstellen. Eine neue Trade Route erstellen. Add Route von Wasserbahnhof. Du fährst Endprodukte. Jetzt müssen wir hier den Dosenfisch finden. Da ist der Dosenfisch. Eins, ups. Der ist jetzt nach unten gewandert. Zwei, drei.
Ja, sonst lohnt sich es nicht. 4. Add Stop. Dann natürlich zum Train Terminal 1. Lädst das da aus. Gut, der wartet jetzt natürlich, bis er 20 mal Dosenfisch hat. Okay. Und Play, würde ich sagen. Achso, und natürlich sollten wir hier auch noch wieder... Ja. Oder wir könnten natürlich auch den hier anpassen, dass er nur 2 Wasser und 2 Dosenfische transportiert. Ich glaube, das ist besser, oder? Der hat einen... No Storage Space. Oh. Oh, oh, oh. Okay, er packt es tatsächlich voll. Das ist ungünstig. Wir haben viel zu viel Wasser hier drin. Wir haben zu viel Wasser. Dann würde ich sagen, müssen wir hier einmal Wasser abreißen. Dass der nicht mehr so viel Wasser herstellt. Wasser haben wir genug. Dass hier nicht mehr so viel Wasser nachkommt. Nee, dann lassen wir es doch bei den 2 Routen. Man könnte jetzt natürlich auch das anders machen. Nee, wir lassen es bei 2 Routen. Okay. Damit das Wasser abtransportiert wird. Das Problem wird nur sein, dass wir auch hier zu viel Wasser jetzt drin haben. Nee, hier haben wir überhaupt gar kein Wasser drin. Das ist ja praktisch. Okay, dann... Catfish... Sollte ja... Ich glaube, New York wollte das haben. Das müsste uns ja angezeigt werden. Commercial... Hehe. ja doch, New York. Genau, New York. Set... Also jetzt haben wir keine Trucks mehr. 3, 1, 2, 3. So, dann haben wir jetzt aber das Problem, dass wir nicht genügend Trucks haben, um alles zu versorgen. Oder nicht genug Ziele auszuwählen. Wir können nicht mehr als 3 Ziele auswählen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ist die Frage, bringen wir es dann nach Peking? Oder bringen wir das Ganze... nach Stuttgart. Stuttgart ist dichter dran. Dann werden wir hier noch eine Verbindungslinie bauen. Da geht das nicht. Müssen wir außen rum bauen. So. Dann haben wir jetzt hier einen schönen Weg nach Stuttgart. Dann können wir hier auch noch sagen, Kentfisch nach Commercial Stuttgart. 3 Trucks. So. Das ist auch aufgebaut. Dann gucken wir natürlich, ob das jetzt hier mit dem Fisch funktioniert. Wir haben derzeit 8 Fisch drin. Wir machen das Ganze mal auf schnell. Beziehungsweise, wir müssen das Ganze eigentlich noch ein bisschen optimieren, dass wir mehr Fisch herstellen. Da müsste man jetzt natürlich gucken. Hälfte haben wir erst geschafft. Wo ist der Flaschenhals? Stahlproduktion haben wir nicht so viel. Wir sollten vielleicht noch eine zweite Kentfischproduktion aufbauen. Das hier sind die Dosen. Die Dosen werden gebaut. Ja, wir haben hier 5 Dosen. Der ist definitiv zu langsam. Da sollten wir vielleicht noch eine zweite Fabrik aufbauen. Food Factory bauen wir direkt daneben. Dosenfisch 2. Produktion kennt Fisch. Destination. Train. Wasserbahnhof. Pam, pam, pam. Und Dosenfabrik. Destination. Select Building. Factories. Dosenfisch 2.
Fish Destination. Ja, zwei sollten da halt eigentlich reichen pro Ding. Select Building. Dosenfisch 2. So, dann haben wir jetzt hier noch eine zweite Dosenfischfabrik. Und dann sollte das Ganze hier auch schneller gehen. Was ist denn jetzt schon wieder ein Problem? No Storage Space. Okay, hier wird zu wenig abtransportiert. Dann kaufen wir nochmal 3. Und dann gucken wir, ob hier jetzt Dosenfisch abtransportiert wird. Das Ganze nochmal ein bisschen schneller. 15. Ah, da müssen wir die Produktion noch deutlich erhöhen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dass wir hier mehr Dosenfisch transportieren können. 20. Zack, und der Zug fährt. Wunderbar. Es funktioniert. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen beim nächsten Mal mehr Dosenfisch. Viel mehr Dosenfisch. Und hier ist schon wieder... Ja, schon wieder voll. Gut, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so dramatisch. Haben derzeit ja eh nur eine Stahlfabrik. Auch das kann man vielleicht noch ändern. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns ja auch beim nächsten Mal direkt wieder. Bis dann. Tschüss.